Hallo bei Bildner TV. Braucht ihr auch immer öfter die Lesebrille, wenn ihr das Handy zur Hand nehmt und WhatsApp-Nachrichten schreibt? Dann haben wir jetzt ein paar super praktische Tipps für euch. Hallo Caro. Hallo Christian. Ja, wie du weißt, bin ich ja seit ein paar Jahren altersweitsichtig. Deswegen diese Lesebrille, die wir heute dabei haben. Das Ding ist extrem lästig, weil man es ständig im Einsatz haben muss. Und zwar deswegen, weil sich die Kommunikation auch so verändert hat in den letzten Jahren. Also früher hat man halt zum Telefon gegriffen und einfach jemanden angerufen. Und heutzutage ist ja das nicht mehr so in. Man will Nachrichten lesen und schreiben. Und deshalb muss man immer ständig dieses Ding zur Hand haben, egal wo man ist, ständig muss man das in Gebrauch haben. Und für die Leute, die das auch nervt, gibt es jetzt mittlerweile für Android-Geräte eine ziemlich coole Lösung und die möchte ich euch heute vorstellen. Bei Apple, glaube ich, gibt es das ja schon länger, oder? Ja, bei Apple gibt es das schon länger. Also es geht um das Thema Schriftgröße. Oft reicht es ja, wenn man die Schriftgröße ein bisschen größer macht, um sich die Lesebrille zu sparen. Und wie ihr das bei eurem Handy einstellen könnt, das wollen wir euch jetzt zeigen. Ihr geht im Chatmenü auf diese drei Punkte, dann auf den Begriff Einstellungen, auf Chats und hier könnt ihr die Schriftgröße auf groß einstellen. Das mache ich jetzt mal. Dann gehen wir wieder zurück. Und wenn ihr jetzt in den Chat reinguckt, dann ist die Schriftgröße um einiges größer und viel angenehmer zu lesen. Ist es dann nur für diesen einen Chat hinterlegt oder ist es dann generell bei allen Chats in WhatsApp? Das gilt jetzt für alle WhatsApp-Chats. Das ist praktisch. Wie findest du das? Finde ich richtig gut. Ich glaube, das stelle ich mir auch ein, obwohl ich keine Lesebrille habe, aber das ist richtig angenehm zu lesen. Ja, finde ich Praktisch. auch. Ich habe es bei mir auch schon umgestellt. Ich habe schon bemerkt, du brauchst nicht mehr ständig zur Brille zu greifen, Ja, das wenn stimmt. du das Handy zur Hand nimmst. Richtig. Das ist praktisch, ja. Ja, es gibt natürlich noch andere Möglichkeiten, um zu kommunizieren, wenn man nicht unbedingt zur Brille greifen will. Man könnte zum Beispiel eine Sprachnachricht schicken. Ja, ist auch nicht jedermanns Sache, gell? Ja, ich mag es ehrlich gesagt auch nicht so gerne. Mich nervt es, wenn ich eine Sprachnachricht bekomme und gerade in einer Situation bin, wo ich sie eigentlich nicht abhören kann. Oder wenn ich weiß, dass derjenige, der es wegschickt, Der immer ja, so rundum labert, gell? das Und er so so, nicht auf ja, den Punkt kommt und da ewig braucht, um seine Nachricht an den Mann zu bringen. Es kostet ja auch viel mehr Zeit, eine Sprachnachricht abzuhören, wie nur schnell einen Text zu überfliegen. Ja, ich Ist finde ja auch auch, so ein Punkt. und oft sind sie auch, ist auch eine Sprachnachricht ist ja auch sehr persönlich, finde ich. Also in so einem Gruppenchat würde ich jetzt niemals eine Sprachnachricht schicken. Ja, zum Beispiel, Das ist ja. ja auch so ein Punkt. Und wie gesagt, viele wollen es gar nicht, ja. Viele wollen es sich nicht anhören. Und für diejenigen, die lieber tippen statt Sprachnachrichten schicken und trotzdem nicht zur Brille greifen wollen, haben wir noch einen weiteren Tipp, der mittlerweile bei WhatsApp für Android funktioniert. Das finde ich richtig klasse. Und zwar kann man Sprachnachrichten jetzt auch diktieren. Wie das geht, das wollen wir euch gleich zeigen. Wenn ihr im Chat seid und hier das Tastatursymbol seht, dann seht ihr oben drüber auf grünem Grund dieses normale Mikrofon. Das ist für die normalen Sprachnachrichten, die man verschicken kann mit WhatsApp. Und drunter seht ihr ein kleines Mikrofon. Das tippe ich jetzt mal. Bitte einen Kaffee bestellen. Und wie ihr seht, wird das gesprochene Wort in Text übersetzt und mit erneuten Drücken auf dieses Mikrofonsymbol wird es dann auch wieder gestoppt. Probiert es einfach mal aus, das funktioniert ganz hervorragend und mittlerweile auch sehr, sehr zuverlässig. Ich finde das richtig, eine richtig tolle Funktion. Funktioniert das denn auch, wenn man eine ganz lange Nachricht verschickt? Das funktioniert auch mittlerweile mit langen Nachrichten und es ist erstaunlich, was sich da getan hat in den letzten Monaten. Ja, das wird ja ständig weiterentwickelt, dieses Spracherkennungssystem bei Google oder auch bei Apple-Geräten. Und es ist unglaublich, wie das funktioniert. Und ich nutze das auch immer mehr, weil es eben mittlerweile so zuverlässig funktioniert. Und wie ist es mit Satzzeichen? Erkennt er das selbst oder?
Ja, wenn man Punkt ausspricht oder Komma ausspricht, dann erkennt er, dass das jetzt ein Punkt, dass ein Punkt gemeint ist oder ein Komma gemeint ist. Okay, aber er setzt die Kommas nicht automatisch. Nee, das macht er nicht. So schlau ist er dann doch nee, noch nicht. Das okay. kann er noch nicht, aber wer weiß, vielleicht in ein paar Jahren. Und was ist, wenn er was falsch verstanden hat? Muss ich dann nochmal ganz von vorne anfangen? Oder? Nee, das kann man ja wie bei einer normalen Sprachnachricht auch. Man tippt rein und endet halt nur das eine Wort oder das. Denn ein Begriff, den man austauschen möchte, das ist kein Problem. Okay, und dann kann man richtig schnell auch kompliziertere Nachrichten verschicken. Richtig, man muss keine normale Sprachnachricht mehr verschicken, die wie gesagt den einen oder anderen nervt, ja, sondern eben auch Text mit Texterkennung. Und man braucht keine Brille. Richtig. Weitere Tipps und Tricks findet ihr übrigens in unserem Buch WhatsApp für Senioren. Da könnt ihr alles nachlesen, was wir euch heute gezeigt haben und findet auch noch viele weitere hilfreiche Tipps zum Thema WhatsApp. Das Buch ist übrigens nicht nur für Senioren. wenn euch das Video gefallen hat, dann freut es uns, wenn ihr uns abonniert. Wir machen noch ein paar weitere Videos zum Thema WhatsApp. Ansonsten sehen wir uns wieder bei Bildner TV. Bis bald. Ciao.